Herzlich willkommen zum neuen YouTube-Video. Wer meinen Kanal aktiv verfolgt, der weiß, dass ich auf Balkantour bin. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin gerade in meinem Auto erwacht, hier in Nesseba in Bulgarien an der Schwarzmeerküste. Könnt ihr euch ans letzte Video erinnern? Ich bin aus Rumänien gekommen und in Bulgarien hier gelandet, in Nesseba. Und heute soll es aber schon wieder weitergehen. Lasst euch überraschen, wohin? Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte, grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu. Mein liebevoll ausgebauter Zitronen-Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut. Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Guten Morgen. Ich bin schon auf dem Weg zum Strand. Oh, die Sonne blendet. Ich will jetzt erstmal eine Runde schwimmen gehen. Und nach dem Frühstück will ich noch ein bisschen Yoga hier machen. Und dann geht weiter die Fahrt. We will be living in harmony and singing together a melody so pure, so real, only love. Take a look around you, can you see it coming too? All around the world we can make a stand and reach out for others to take their hands. I can see an open door, what are we waiting for? Now is the time to bring back the love into the human heart. We can make it happen today, all we just have to say are words of love that cast out every hate. Every little step in this direction will heal the world and cause affection. Trust now the source of love. Take a look around you, can you see it coming too? Leider verlasse ich das wunderschöne Nesseba. Ich hatte da wirklich den super Traumplatz. Und ich fahre jetzt Richtung Plovdiv. Plovdiv soll ja die älteste Stadt Europas sein. Ich bin schon ganz gespannt. Da seht ihr die südöstlichsten Ausläufer vom Balkangebirge. Da sieht man es auch noch mal sehr schön. Der Botev ist 2300 und ein paar zerquetschte Meter hoch, der höchste Berg vom Balkangebirge. Herzlich willkommen in Plovdiv. Da steht Werner. Ich stehe hier direkt am Fluss. 15 Minuten fußwärts zur Stadt entfernt, aber ich werde heute hier wahrscheinlich nicht schlafen. Bei einem anderen Stellplatz von Park4Night stand in den Kommentaren, dass hier am Fluss wohl oftmals Zigeuner die Autos ausrauben, also nicht klauen, sondern einfach den Inhalt mitnehmen, denn die können über den Fluss gut türmen. Okay, aber ich bin ja sowieso nicht so ein Großstadtfreund, daher macht mir das nichts aus. Ich fahre dann lieber ein kleines Stückchen außerhalb in die Natur. Ey, cool. Hier stehen einfach mal so Kletterwände rum, wo man sich ein bisschen ausprobieren kann zum Bouldern.
cool. Dieser Fluss heißt übrigens Maritsa. Plovdiv ist die zweitgrößte Stadt in Bulgarien. Sie wurde auf 7 Hügeln erbaut und 2019 war es die europäische Kulturhauptstadt. Schon ein bisschen gruselig. Als Fußgänger muss man hier durch so einen Tunnel laufen unter die Straßen. Es gibt keinen Überweg und wow, echt gruselig. Und ich bin kein Schisser. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich lang muss. Da? Ich gehe mal einfach hier geradeaus. Ja, sieht ja schon mal ganz ansprechend aus hier. Ich suche mir jetzt erstmal ein Café, wo ich einen leckeren Cappuccino trinken kann. So, ich esse erstmal was und dann geht's weiter hier. So, ich habe mir erstmal ein Eis genehmigt. Es ist so warm hier. Für Archäologen ein Paradies. Schaut euch doch mal diese Ausgrabungen an. Alles wunderbare antike Denkmäler. Das ist die Sveta Marina Kirche. Also zum Verkehr muss ich sagen, der gefällt mir hier viel besser als der in Rumänien. Also klar, es ist anders als in Deutschland, aber nicht so crazy. So kann man sich täuschen. Dachte, das ist irgendwas, weiß nicht, Bekanntes oder Berühmtes. Und google das, es ist ein Geschäft. Okay. Aber das ist das antike Theater Plovdiv. Was für ein cooler Baum. Just have to say words of love that cast out every hate. Every little step. Das Denkmal der Vereinigung. So, ich sag schon mal mein Fazit zu Plovdiv. Es ist ganz nett. Für Kunsthistoriker sicher der Kracher. Aber für mich halt nur ganz nett. Ich fahre jetzt wieder los. Und für Archäologen sicher der Super-GAU. Aber für mich ganz nett. So, das Abenteuer Plovdiv ist beendet. Jetzt geht's ins Auto. Und jetzt düsen wir Richtung Griechenland. Momentan befinde ich mich in den Rhodopen im Süden von Bulgarien und hier habe ich geschlafen. Das war mein Nachtlager. Ein schönes Plätzchen, da ist sogar ein Picknickplace und eine Wasserstelle. Heute geht's auf kleine Wanderung, bevor ich weiter nach Griechenland fahre.
can see this open door. What are we waiting for? Now is the time to bring back the love into the human hearts. Mein Brot, was ich gestern gekauft habe und noch nichts von gegessen habe, ist voll verschimmelt. Passiert hier wahrscheinlich in diesen Ländern noch schneller als in Deutschland. Darum habe ich immer etwas Zwieback im Auto. So kann ich trotzdem mein Frühstück genießen in solchen Notfällen. Was macht man eigentlich, wenn man einen Bären trifft? Also einen Bären, der wild lebt, nicht so einen, der ständig auf einer Straße gefüttert wird und zutraulich ist, sondern der jetzt plötzlich mir hier entgegenkommen würde. Ich hoffe, dass wilde Bären auch ein bisschen scheu sind und dann abhauen, wenn ich nichts tue. Also ich kann nur sagen, wunderschöne Natur, auch Felsen hier weiter oben und abseits vom Massentourismus. Also wahrscheinlich ist das hier so weitläufig, dass die Touristen sich einfach im Winde verwehen. Immer wieder bekomme ich Anfragen, wie es ist mit den Temperaturen hier, falls jemand mit Hunde unterwegs ist. Also hier im Schatten ist es angenehm kühl, ich schätze mal so 18, 19 Grad. In der Sonne ist es natürlich ein bisschen heißer, aber hier ist alles mit Bäumen und ja, die spenden viel Schatten. Und die Hunde können sich auch erfrischen. Den kompletten Weg hier führt dieser Bachlauf entlang. There will be a day coming, a time of peace. Es gibt tatsächlich auch Wegweiser hier. Dafür müsste man natürlich eine Karte haben. No more pain and suffering, just ease. We will be living in harmony and singing together a melody. Und? So pure, wie fandet ihr es? So ich fand's cool. Only love. So, jetzt noch ein kleiner Tipp. Ich habe mir so eine Pumpflasche schwarz angemalt. Die fülle ich jetzt dort an der Wasserstelle. Stell die eine Stunde in die Sonne
und schon habe ich warmes Wasser zum Duschen. Ich mache jetzt noch eine Runde Yoga. Da liegt schon die Matte. Danach wird geduscht und dann geht's weiter. Mal schauen, wo es mich heute hintreibt. Take a look around you. Can you see it coming too? All around the world we can make a stand and reach out for others to take the hands. I can see it. So, jetzt wird geduscht. Ey, weggucken. And what are we waiting for? Now is the time to bring back the love into the human. So, jetzt bin ich wieder fresh und jetzt kann's weitergehen. Ich fahre jetzt einfach ein kleines Stück Richtung Griechenland. Puh, echt schwer wieder. Ich hoffe, ich komme mit dem Gewicht dann den Berg wieder hoch. Das war nämlich ganz schön steil und so schotterig. Da bin ich vor 2 Jahren schon mal fast nicht mehr hochgekommen. Also nicht hier, woanders. Aber wird schon. Wir fahren jetzt aus den Rhodopen los. Ich habe ein bisschen Schiss vor dieser Straße hier, weil die war ganz schön steil und ich bin mal in Kroatien nicht mal wieder hochgekommen, weil so ein Geröll war, aber das war ein anderes Auto. Und jetzt habe ich jedes Mal, wenn ich steil bergab fahre, Schiss, dass ich nicht wieder hochkomme. Schon die Straße. Wow, das war ja easy peasy. Macht man sich entfernt, wenn man einmal so ein Erlebnis hatte. Ist ja fast wie in Afrika hier. Hallo. Huh. Steht eine Kuh auf der Straße. Also die scheinen kein Bärenproblem zu haben. Vnimanie kenne ich aus dem Russischen, heißt übrigens Achtung. Was für eine traumhafte Aussicht. Hier ist so ein cooler Rastplatz, schaut mal. Kann man das Auto schön hinstellen und dann ist wieder so eine Wassersapfstelle und sogar Mülltonne. Also irgendwie fehlt da in Deutschland was. We can make it happen today. All we just have to say are words of love that cast out every hate. Hier, sowas trifft man hier des Öfteren in Bulgarien. Eine beladene Kutsche. Mal gucken, ob ich dran vorbeikomme. Da in diesen Bergen habe ich heute Nacht geschlafen. Ich bin hier übrigens an einer Tankstelle und gut, dass ich vorher, als wenn ich es geahnt hätte, ich habe gefragt, ob man hier mit Karte zahlen kann. Kann man nicht. Also das wäre blöd gewesen, wenn der Tank voll gewesen wäre. Ich bin an der Tankstelle und lasse tanken und hier ein paar Kilometer weiter ist schon die griechische Grenze. Ich bin jetzt kurz vor der griechischen Grenze, kann sich nur noch um ein paar Meterchen handeln. Und schaut euch mal, die Berge werden hier höher. Mega. So, in 600 Metern ist die griechische Grenze. Na, schauen wir mal, wie es hier läuft. War ja klar, dass sie den Transporter wieder auseinandernehmen. Hallo. Hallo, Ma'am. Will you open the fire so? No, sleeping. Hello. Yes. Hello. Bye. Ah, wunderbar.
hatte natürlich vergessen, die Scheibe zu öffnen. Da sind noch die Wärmedämmkissen dran. Und jetzt habe ich reingelassen. Das war es schon. Wow. Jetzt habe ich diesmal die Autopapiere mit rausgekramt. Jetzt wollte sie keiner sehen. Mann! Herzlich willkommen in Griechenland.